Pressefrühstück. Um 11 Uhr am Mittwoch, 25. Januar, hatte die Kästner-Gesellschaft zu einem Pressefrühstück geladen. Etwa 15 Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen waren in die Goseriede gekommen. Ein gut gelaunter Veit Görner und die Kuratoren der Kästner-Gesellschaft stellten das Programm 2012 vor. Der Schwerpunkt liegt bei der neuerlichen Ausgabe von Made in Germany. Daneben wird es aber eine ganze Reihe von anderen Ausstellungen geben. Am 24. Februar starten mit Medley Tour bei Andy Hope 1930, John Smiths Bildstörung und Barbara Klemm Künstlerporträts gleich drei Ausstellungen. Also Made in Germany ist auf jeden Fall das Highlight des Kunstsommers, weil wir das ja in Kooperation mit dem Sprengelmuseum und dem Kunstverein Hannover machen. Das wird ein großes Highlight werden mit 40 internationalen Künstlern, die in Deutschland leben und in Deutschland Kunst produzieren. Eine große Übersichtsschau. Im September gibt es dann Werke von Anthony Craig und Louis Balz zu sehen. Mit der Ausstellung von Chris Martin geht es dann ins Jahr 2013. Und dann zeigen wir schließlich zum Ende des Jahres ab November Chris Matang, einen Künstler aus Belgien, der mit Readymades arbeitet, mit Altersobjekten, die er umwandelt und damit auch unsere Alltagswahrnehmung hinterfragt. Ob es auf die Fragen immer auch Antworten gibt, kann ich Ihnen aber auch nicht versprechen.